Hi und willkommen zu meinem Video. Ja. Okay, mein Hase ist jetzt im Stall und jetzt kann ich weiterarbeiten. Und das zumindest versuchen. Ja, also, ich meine, ich habe euch als letztes erzählt, dass ich die Angststörungen habe und dass es eben gerade bei mir echt schwierig ist. Und dass ich auch nicht weiß, was ich tun soll. Ja. Ich habe auch gerade unglaubliche Konzentrationsschwierigkeiten, weil es ist echt schwer, sich auf irgendwas zu fokussieren, wenn im Kopf tausend und eine Sache gerade läuft und man gefühlt an alles versucht zu denken, aber eben alles, woran man denken kann, im Grunde genommen immer bloß in Stresssituationen endet. Ja, ist gerade nicht die einfachste, ich weiß nicht, wie ich das anders formulieren soll. Ich meine, ich versuche es jetzt so, ich versuche euch zu sagen, wie es ist. Aber es ist so schwer. Es ist schwer zu erklären, wie es dir geht, wenn du mitten in der Situation drin bist. Entschuldigt, ich muss mal ganz kurz, ich warte auf eine blöde E-Mail. Das ist wirklich, ist doof gelaufen. Ich habe was auf eBay bestellt und der Verkäufer, der hat dann gesagt, er schreibt mir und hat sich jetzt gestern einmal gemeldet, hat sich aber jetzt nicht, seitdem nicht mehr gemeldet und eigentlich war nur verabredet und jetzt ist es schon ein bisschen Zeit nachdem wir verabredet waren, aber gut, jetzt muss ich halt warten, bis der da ist. Ja, doof gelaufen für mich. Pech für die Kuh Elsa, wie man so schön sagt. Ja, ich finde das Schwierigste im Moment an dieser Angststörung, was aber anders ist als die Jahre zuvor, ist, dass die Außensituation auch irgendwie gefühlt anders ist. Ich meine, früher hatte ich zwar auch Angststörungen, aber das waren dann immer irrationale Sachen. Das war einfach auf meiner Vorgeschichte geschuldete Geschichten, so nach dem Motto, ja, ich hatte Angst, dass ein biologisches Eltern, Familienteil oder wie auch immer kommt und mich zum Beispiel also meinen Eltern wieder wegnimmt. Und ja, das war dann wirklich so, wo ich mir dann immer gedacht habe, aber es passiert ja, kann ja nicht passieren. Aber es ist nochmal was anderes, eine Angststörung zu haben zu einem Zeitpunkt, wo, ja, also es ist zu Sachen, die wirklich passieren könnten. Also ich habe zum Beispiel diese furchtbare Angst gehabt, vor Corona zu kriegen. Und dann hatte ich Corona, also war meine Angst sozusagen, wurde sie bestätigt. Es war nicht so schlimm, wie ich erwartet habe, aber es ist ja immer noch Reste da. Also es ist schon ganz schön, es ist keine leichte Sache. Also man kann sagen, was man will, aber Corona ist nicht leicht. Es ist schon ein bisschen schwerwiegender, als ich angenommen habe. Aber weniger schwerwiegend, als einem die Medien sozusagen immer erzählt haben. Also dieses, ja, für andere, die vorerkrankt sind oder wie auch immer, ist es wahrscheinlich auch so schwerwiegend, aber für mich war es halt nicht so schwerwiegend. Deswegen kann ich es nur aus dieser Perspektive beurteilen. Ja, oder meine andere Ängste sind, dass mir das Essen ausgeht. Und jetzt kommt gerade ständig Berichte, dass es Lieferengpässe gibt, dass alles teurer wird und so weiter. Und das ist dann, das macht dann auch Angst. Und das darf man auch haben in dem Moment, weil es nun mal auf meiner Vorgeschichte basierend wirklich eine Grundangst von mir ist, dass ich nichts mehr zu essen habe. Ja. Entschuldigt, dass so langsam kommen bei mir gerade so ein paar Erkenntnisse, wo es herkommen könnte. Okay, das ist, ja. Dann, natürlich, was mir auch Angst gemacht hat, war die Maskensache. Es war einfach so viel. Es war so viel in den letzten 3 Jahren. War so viel in dieser Welt und bei mir und bei allen los. Und da dann, dass man da dann ehrlich gesagt zu psychische Probleme kriegt, ist gar kein großes Wunder. Und die eine Sache, die mich daran eben, wie ich schon mal gesagt habe, stört, ist, dass es einfach die Hilfsangebote nicht entsprechend zu den Ängsten der Menschen sind. Und ja, mir fehlt da jetzt persönlich gesagt, mich juckt es ganz fies, weil ich habe ein neues Shampoo probiert, das scheint nicht das Beste zu sein. Ja,
Und mich persönlich stört daran, dass es niemanden gibt, der einem jetzt irgendwie so, dass es jetzt keine Übergangszeit gibt. Ich meine, wir sind von, habt Angst vor Corona, habt Angst vor dies und jenes. Es geht so nahtlos ineinander über. Und ich, ja, man kann sich, man hat keine, man hat so, ich, mir fehlt so dieser Moment, das einfach mal durchatmen können. Ich meine, jetzt haben ganz viele gerade Angst, dass ein Krieg ausbricht. Und es ist nicht so, dass es so unwahrscheinlich ist. Also es ist ja das Ding. Und dann erzählen einem die Medien auch noch in einer Endlosschleife, wie der Krieg in der Ukraine gerade läuft. Wobei da eigentlich gar nicht so viel passiert. Weil ich meine, ja, es gibt viel Leid und viele Menschen sterben. Aber das ist aber bei jedem Krieg so. Es geht gar nicht anders. Also ich glaube, Krieg, doch Cyberkrieg ging anders, dann wird es da tatsächlich keine zivilen Opfer geben. Außer man würde Krankenhäuser angreifen, dann gibt es auch zivile Opfer. Schwierig. Ja. Und ich finde es so schwierig, sich abzugrenzen von den ganzen Ängsten, die gerade überall sind. Und sich selbst die Zeit zu geben, es auf die eigene Art zu verarbeiten. Und ja, da fehlt mir irgendwie so diese Hilfsmittel, die Hilfsangebote, wie auch immer. Naja, vielleicht weiß ja einer von euch da draußen irgendein Hilfsmittel, irgendeine Hilfssache oder wie auch immer. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich würde mich gerade da echt freuen. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.ritual@outlook.com. Ja, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.